Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, die Gedanken des Paulus, die er den Galatern darlegt und damit aber auch uns, sind nicht nur schwierig. Das muss man sich immer ins Gedächtnis rufen, wenn man Paulus liest. Man sollte nie einfach nur so drüber lesen. Sie sind wirklich schwierig. Aber noch mehr als schwierig sind sie ungeheuerlich. Was Paulus manchmal in seinen Begründungen sagt, hat eine solche Wucht, dass einem der Atem stockt. Und wir sollten uns immer fragen, wenn wir einer Lesung zugehört haben, ob von Paulus oder nicht, hat uns diese Wucht Gottes, die eine Wucht des Geistes ist, wirklich getroffen? Etwa, wenn uns Paulus heute sagt, dass Christus für uns zum Fluch geworden ist. Und er begründet das mit der Schrift. Jeder ist verflucht, der am Pfahl aufgehängt wird. Der Gekreuzigte als ein Fluch für uns. An die Korinther schreibt Paulus es ähnlich. Er benutzt ein anderes Wort und sagt, er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Ein schockierendes Wort. Christus ist für uns zur Sünde und zum Fluch geworden. Er hat es alles auf sich genommen, alles auf sich gezogen, damit sich alles an ihm austoben kann. Das ist der erste wuchtige Gedanke in dem, was Paulus da. Ein anderer ist, dass er als observanter Pharisäer, was er ja nicht in die Vergangenheit einordnet, Paulus schon lange als Apostel unterwegs, vor Gericht am Schluss, wird sagen, ich bin Pharisäer, nicht ich war Pharisäer, ich bin Pharisäer. Er bleibt es also. Und genau dieser observante Pharisäer erklärt hier mal eben das Gesetz Gottes für obsolet. Es ist nicht überflüssig, es hat seinen Sinn. Aber der Sinn des Gesetzes besteht darin, allen deutlich zu machen, dass jeder Versuch, dieses Gesetz zu befolgen, scheitert. Das ist im Grunde genommen etwas, wovor man nur resignieren kann und sagen, ja, also wozu bin ich dann Pharisäer, wozu bin ich Jude, wozu gibt es dann ein auserwähltes Volk Gottes auf der Erde? Ist das alles, dass wir in die Schranken gewiesen werden und merken, ich kann mich noch so anstrengen, ich kann mich noch so nach der Decke strecken, ich kann noch so perfekt sein, ich kann noch so religiös observant und sorgfältig sein, am Ende schaffe ich es nicht. Und manchmal frage ich mich, ob wir als gute Katholiken, ganz inzwischen natürlich nicht mehr, das inzwischen ist ja alles irgendwie verdünnt, aber sollte es noch solche geben, die sich als katholisch verstehen, ob wir nicht doch eine große Verwandtschaft haben zu dem, was Paulus hier für obsolet erklärt. Wir machen dann so ganz viel, auch wenn in verdünnter Form. Ganz viel Aktionismus. Wir tun ganz viel. Was Paulus dem entgegenhält, ist ein Typ, nämlich Abraham. Abraham, was vollbringt er? Abraham reagiert auf den Ruf Gottes. Das ist das, was er tut. Von sich aus wird er gar nicht initiativ. Der sitzt wunderbar als reicher Mann irgendwo am Euphrat. Der vermisst gar nichts. Der ist im Wohlstand, alles gut. Aber dann tritt dieser Gott, der sich dann als Gott Abrahams bezeichnet, in sein Leben und ruft ihn. Nicht irgendwo hin und sagt, ich habe eine nette Beschäftigung für dich, eine schöne Aufgabe, einen tollen Posten. Nein, zieh fort aus deinem Land. Ich zeige dir ein anderes. Und Abraham reagiert und geht. Er glaubt. Er vertraut dieser Stimme, diesem für ihn noch ganz und gar unbekannten Gott. Er macht sich auf den Weg. Das ist der Grundtyp des Glaubens,
dem Paulus den Galatern wie auch seinen eigenen Glaubensbrüdern vor Augen stellt. Und sagt, wenn ihr Kinder Abrahams sein wollt, dann müsst ihr genau das tun. Nicht die eigene Leistung, das eigene Vollbringen, sondern das Ausgeliefertsein im Vertrauen an diesen Gott, dem ich wirklich vertrauen darf. Und vielleicht ist es gut, wenn man sich die ganze Abrahams Geschichte noch einmal in Erinnerung ruft. Dazu muss man vielleicht die Bibel in die Hand nehmen, sie noch einmal nachlesen im Buch Genesis, was dieser Mann alles tut. Und es sind auch ein paar nicht koschere Sachen dabei. Aber es gehört alles zu seinem Glaubensweg. Es ist keineswegs nur die am Ende nicht erfolgte Opferung des Isaak, die einem vielleicht als erstes einfällt, als besonders mutig oder geradezu blindgläubig, wie das manche Theologen meinen. Es sind viele, viele Stationen auf diesem Weg ins Unbekannte, die Paulus offenbar beeindrucken. Und wir erinnern es, wenn wir, wie eben noch in der Vesper, im Lobgesang Mariens, wenn sie selber diesen Abraham in Erinnerung ruft und uns selber einreiht in dieses Ausgeliefertsein an das Erbarmen Gottes. Das ist Glauben. Und das verlangt zuweilen viel. Zuweilen verlangt es, alles loszulassen, alles aufzugeben und ins Unbekannte zu gehen. Möglich. Vielleicht selten, aber es kommt vor. Der Typ des Glaubens, den Abraham verkörpert und den Paulus hier den Galatern vor Augen stellt, ist einer, der nicht auf das setzt, was er macht oder was er geleistet hat oder was er tut, sondern das Maß ist, wie man sich wirklich auf Gott einlässt und wie viel Bereitschaft es dazu gibt, diese Beziehung wirklich zu leben.